während ich dahin schwimme. Sommerstrand oder Hurrikos? Das hat nichts mit Huren zu tun. Das kommt ja eh wieder. Dann ist an. Das sind hier keine Huren dann. Okay, vielleicht noch eine zweite Meinung. Sonnenstrand oder Hurrikos? Strand. Gut. Also nicht das mit den Huren. Ja, okay. Der Level hat doch die bessere Musik, davon abgesehen. Da geht's jetzt richtig ab. Mal wie die Viecher aussehen. Ne? So. Sieht nicht aus, als würde ich dafür gebraucht werden, ne? So, die haben die besten Namen, die Typen. Hi Spyro, wie gut, dass du hier bist. Wenn du diese Babyschildkröten in Sicherheit bringen könntest, wäre ich dir unheimlich dankbar. So. 400 Edelsteine. Es gibt drei Kugeln. Ja, richtig. Geil. Und ja, ein Talisman, ne? Also, wie immer. Nur die Kugeln sind anders. Ja, warte mal. Guck mal, Kinder. Jo. Trick und Trick und Track. Dann gibt es ja noch die Schildkröte mit den dicken Augenbrauen. Oh, ich mag die Musik so gerne. Nicht mal, war 40. Ich finde auch das von Dennis ganz gut. Also, was hat der bezahlt? 15 Euro? Wie gesagt, Sennheiser PC 320 ist das. Hat auch einen ganz guten Klang so aus den Kopfhörern. Nee, es gibt Kugeln sind also in den normalen Leveln zwischen 2 und 4. Autsch. Ey, das ist das erste Mal, dass ich getroffen wurde, fällt mir gerade ein, ne? Genau, dann gibt es hier diese kleinen Viecher, die eigentlich angreifen. Das ist das sogenannte Futter. Wenn wir das rösten, gibt es einen Edelstein, gibt es einen Schmetterling. Und das heilt Sparks wieder. Guck mal, so dicke Augenbrauen das Viech hat. Ich hab Augenbrauen. So. Das wäre auch so ein Level, den könnten wir jetzt nicht auf 100% machen, wenn wir nicht schon klettern könnten und den ganzen Kram. Die würden wir noch kriegen, wenn wir nämlich von da hinten rüberspringen. Das zeige ich gleich nochmal. Hat dich geschlafen, jo. Die sind doch süß. Komm her hier. Da kann ich noch nichts mit anfangen, ich muss noch ein paar Gegner töten dafür. So. Au! Ich bin auch schon gespannt, wie das aussieht, denn ich will alles sehen jetzt in HD, bitte. Genau, wir können ja nämlich da hinten ein bisschen mogeln. Wenn wir noch nicht klettern können, dann können wir nämlich wenigstens schon mal hier die Dinger holen. Allerdings gibt es noch eine zweite Leiter, an der das nicht funktioniert.
mit einem Glitch-Sprung geht das, aber den kann ich nicht. Oh, schön. Ja, manchmal geben die Futter auch Leben. Das ist dann sehr zufällig. Und wenn Sparks fehlen würde oder halt angeschwächt ist, dann wird er sich sofort wieder vollheilen. Sparks, suchen Sie die Bälle für die, die es nicht wissen, ne? Nochmal so. So. Warte mal. Gehst du da hoch? Hau sie weg im Rätselhaus. Ja. Geht spielen. Die Schildkröte aus Rokkos modernes Danke, Leben. Danke, junger Drache. Die Babyschildkröten sind hier oben in Sicherheit. Nimm bitte diesen Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. So, warte mal. Irgendwie muss man das mit dieser Schildkröte halt machen, ne? Da muss man irgendwie ganz komisch springen und dann kommt man da oben hin. So, warte. Hallo, junger Mann. Mhm. Da oben auf der Leiter ist ein Koch. Der aus unseren Schildkröten Suppe machen will. Suppe! Könntest du hochklettern und ihn aufhalten? Ja. Der ist eklig. Deine Schildkrötenfreunde eignen sich hervorragend für Suppe, wenn ich sie fangen kann. Du kannst versuchen, sie zu retten, aber ich habe furchtbaren Hunger. Nie Schildkröten gegessen. Ja, im Grunde ist es einfach, da ist ein Topf in der Mitte und wir müssen einfach nur die Schildkröten, die hier kommen, da hinten ins Wasser schießen. Durch Feuer drängen wir sie halt ineinander. Das war's? Du hast ein paar Schildkröten gerettet. Ja, zwei. Na, und es gibt noch mehr, wo diese herkommen. Nimm diese Kuh. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hab auch, also eine Schildkröte essen, ich weiß nicht. Wenn du noch etwas näher an den Topf gehst, klingel ich wieder mit meiner Glocke. Oh Gott. Ist das Drohung? Schildkröten vor dem Kochtopf bewahren. Schwierigkeit 5 von 5. Ich würde sagen eine 5 von 5. Eine 4 von 5, ja, genau. Ich würde einfach sagen, eine 5 von 5, oh ja, ich würde sagen 5 von 5, das passt eher. Oh, ich muss ins Bett. Wisst ihr was? Ich glaube, die erste Welt mache ich hier einfach fertig, oder? Das sind noch zwei Level und ein Ring und der Boss. Ja, das stimmt. Es gibt schönere Steuerungen, aber mit dem Feuer ist es eigentlich relativ einfach. Weil das wäre so ein Paradebeispiel davon. Von einem Minispiel, was sie in der Trilogie einfach versauen könnten, indem sie es einfach noch schlimmer machen. Verflixt! Du hast jede einzelne Schildkröte auf diesem Strand gerettet. Nimm das. Ich wollte damit Kartoffeln kaufen, aber die brauche ich nun nicht mehr. Auf zu schmollen, Fettsack. Kannst du anders überlegen, den Blick auf die Uhr? Machen wir das Huren-Level auch noch und dann. So. Ich bin zu früh runter. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist wenigstens eine, die funktioniert, weißt du? So, das sind immer nur 10 Dinger, die sonst immer fehlen. Um...
Ja, das ist genauso wie im dritten Teil. Ja, wir suchen die Dracheneier. Übrigens, ich habe das Ei hier gefunden. Kannst du haben. Ja, hallo? Die Wasserwerker haben die meisten unserer Babyschildkröten in Kisten gesperrt. Die Kisten sind unglaublich fest. Mit einem stärkeren Feuerstrahl könntest du sie öffnen und die Schildkröten befreien. Kisten mit Superfeuer Powerpunkt Flash Crash öffnen. Alle Kisten öffnen, um Babyschildkröten zu befreien. Mega einfach. Hält nur nicht so lange die Scheiße. Das wird jetzt mein Running Gag hier. Einfach alles, was irgendwie lang ist und aneinander gereiht, mit Super Flash Crash fortsetzen. Ah, das ist easy. Voll einfach. Oh, Entschuldigung. Nehmen wir mal die Scheiße ein. Da haben wir nämlich alles mal alle Edelsteinchen. Kristalle. Na klar. Mir fehlen zwei. Mir fehlen zwei. Entschuldigung. Scheiße, mir fehlen zwei. Wo sind die? Nehmen wir die so lange, bis wir die anderen finden. Zufall. So, ein Viech brauchen wir noch. Voll einfach. Und die letzte Kiste ist im letzten Bereich. Ah, die Musik ist gut. Aua. Irgendwo hier im Wasser. Ja. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Nimm dieses heilige Zauberding als Zeichen unserer immerwährenden Dankbarkeit. Haben wir ein Viertel aller Kugeln schon, voll geil. Das muss ich auch mal vor Augen führen, ne? Okay, machen wir anders. Blöd, die gucken. Wie viele Edelsteine gab es denn hier nochmal? Ich glaube 10.000. Das war, glaube ich, ziemlich glatt, die Zahl. Na komm, wir machen jetzt noch Hurikos und dann reicht's auch. Ich habe mich dagegen entschlossen, die erste Welt noch vollständig zu beenden, weil es ist schon spät. Wir hatten immer Ärger mit den Daumenschraubern und jetzt haben sie Kraftfelder errichtet, um uns zu trennen. Wenn du Dioden findest, kannst du die Felder ausschalten. Ich glaube, dass hier irgendwo eine Diode ist, aber meine... Aber meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich habe sie früh weggedrückt, tut mir leid. Nee, schlafen will ich gehen. Irgendwo ist eine Diode. So. Es gibt
gibt ja diese Theorie, dass diese gelben Gegner mit dem Schraubenschlüssel, die die kleinen grünen äugigen Roboter bauen, so die Vorfahren von Ratchet und Clank sein sollen. So, folgendes halte ich von dieser Theorie. Abstand. Das ist, weiß ich nicht, es ist einfach nur ein Zufall. Die sehen erstmal dem Viech überhaupt nicht ähnlich. Nur weil er etwas Oranges und einen Schraubenschlüssel hat, also solange nicht, dass das ein Vorfahre von Ratchet und Clank ist, also solange von seitens Insomniac nichts bestätigt ist, halte ich von diesem von diesem Gerücht, von dieser Theorie gar nichts. Hier gibt es übrigens einen Stilpunkt. Habe ich schon angefangen zu bearbeiten. Übrigens, zeige ich mal gerade ganz schnell. Ach guck mal, hier kann ich auch noch drauf. Der Ausschnitt da hinten mit der Sonne ist mein Hintergrund in der Firma. Auf dem Desktop. Dieter, kurz noch, was hast du gemacht? So. Ausschnitt. Ja, Max, ist witzig, ne? Ah, Mann. Es ist schön. Ich mag den Level auch sehr gerne. Ich habe meine eigene hohe Stimme nachgemacht. Ich mag den Level auch sehr gerne, muss ich sagen. Guck mal hier. Was ist denn so hässlich, ne? Ah, diese diebischen Daumenschrauber klauen immer unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzen und unseren Generator aktivieren könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Max, ich muss echt sagen, auch dein Crash Bandicoot Let's Play, das macht richtig Bock zu gucken. Weil irgendwie sagst du immer, du kannst das und dann stirbst du im nächsten Moment. Das ist total geil. Nur deswegen mag ich's. Weil du stirbst. Natürlich nicht. Ich fand's übrigens geil, als du sagtest, oh, wenn ich mich blöd anstelle, musst du das sagen, ne? Und dann zweimal an der gleichen Fledermaus stirbst. So, die Mission ist ziemlich öde und auch ziemlich langweilig. Ich muss Steine als Köder in die Generatoren legen, damit die Viecher kommen, die sie klauen. Und dann muss ich 10 von den Viechern töten. Man kann es in 2 Phasen machen. Ich sag bewusst Mann, weil ich kann es nicht. Heißt jetzt nicht, dass ich kein Mann bin, das heißt einfach nur, dass ich einfach nicht gut genug dafür bin. Na, wo seid ihr, kleinen Ratten? Na? Lasst ihr das wohl liegen? Na? Hallo? Ey. The High Road is a bitch. Hat solide geklappt, ja, guck mal. Wo bist du? Arschloch. Seht noch in der Ecke einer, ne? Der springt wieder hoch. Ha. Hey, das könnte klappen. Habe ich noch nie in 2 Phasen geschafft und schaff das einfach jetzt. Also verstehe ich das richtig, du machst erstmal alle Level durch und dann 100%. Ja, Slippery Climb ist schwierig, aber wenn man den Level ein paar Mal gemacht hat, ist er eigentlich mega lustig und eigentlich auch ziemlich gut. Vom Design und allem Kram her so, ne? Ach, guck mal da hinten. Ein Pole. Warum ist er ein Pole? Weil er die Steine aus den Polen klaut. Boah, Ratchet & Clank ist auch so geil. Hat auch ein ziemlich gutes Reboot. Ja, ich bearbeite ja nicht. Ich mach das hier und dann lade ich es hoch, weil ich voll ein Stück Scheiße bin. Und nebenbei ja noch ein bisschen Musik mache. Oh, ich hab's in 2 Phasen geschafft. Oh, wie ärgerlich.
Ja, ich habe nur den Windows Live Movie Maker, also mit dem kann man sowas nicht machen. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Kügelchen. Oder aber, ich gehe zu dem hin, Town kaputt. So. Das ging schnell. Glocke aktivieren, Max. Ich gucke, ich habe die Glocken eigentlich bei niemandem aktiv, weil ich sowieso immer so meine festen Kanäle habe, die ich am Tag abklapper. Wozu deiner Netz natürlich auch gehört. Und dann sehe ich ja, ob was hochgeladen worden ist. Oder halt über Twitter, ne? Abonnieren, favorisieren, sterilisieren. Ja gut, das war einfach. Danke, Spyro. Unter unseren Blitzsteinen habe ich dieses glänzende Ding gefunden. Nimm es bitte als Belohnung. Ja, geil, danke. Eine Kugel. Ich werde verrückt. So. Ach, das war das Nervigste an dem Level. Aber es ist vorbei. Also, der Level, nicht das. Nein, nicht der Level, das Nervige. Aua. Zweite Mal verletzt worden. Bin ich schon gestorben, würde. Soll ich schon mal vorwegnehmen, wie man diesen Skillpunkt hier bekommt? Nein? Mach ich trotzdem. Die haben was damit zu tun. Voll vorweggenommen, ey. Das machen alle aus. 18 Dinger brauche ich hier. Boah. So weit kann ich gar nicht zählen. Klonk. Ratchet und Klonk sind das. Das ist ein guter Name. Komm. Oder Ratchet. Ratchet und Klonk. Au. Tun sie es nicht. Ja, ich gehe hier auch nicht unbedingt strukturiert an die ganze Sache ran, aber es funktioniert ja irgendwie. Ratchet. Oh, ich freue mich schon morgen aufs Kochen, ey. Bin ja aktuell alleine zu Hause. Meine Eltern sind im Urlaub. Und ich habe noch Garnelen eingefroren von Dienstag. Und die mache ich mir morgen schön heiß und mache da Gnocchis bei und Pesto. Und das wird wieder richtig, das wird richtig lecker. Da freue ich mich schon drauf. Richtig fancy shit. Ja. So, jetzt müssen wir hier schon mal eine Aufgabe vorbereiten. Wir müssen ein paar Windmühlen zerstören, um Schalter zu erreichen. Die stoppen die Räder oben. Und warum das so ist, erfahrt ihr gleich nach der nächsten Maus. Ich hoffe, ich treffe jetzt keine Maus hier. Nein, da ist eine Maus! Okay. Ach, scheiße, ich muss ja... Warte. Na jetzt. Das war nix. Ich dachte, mein Wendekreis wäre größer. Oh, komm schon. Ja, komm schon, komm schon. Hui. So, dann haben wir da noch einen Schalter. Alter Schalter, du. Finde ich so geil, wenn man einfach immer Dor überall dranhängt, so. Mann, 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 Dor. Ich komm dir gleich rüber, Dor. Und sowas. Ja, hier hoch. In die Ritze. Das finde ich spitze. Spyro, siehst du das große Gebäude dort drüben? Nee. Die Daumenschrauber stehlen damit unseren Strom. Bitte hilf uns, indem du die Maschinen darin abschaltest. Wir sind wie bei den Simpsons, ne? Ach ja? Die meinen wohl, die sind besser als wir, wa? Bart, komm mal her. Komm mal du her. Ach ja? Guck
Guck mal, ist voll geil, ne? Man kann hier drauf. Und dann hier hin. Und dann ist hier nichts. Das ist kein Scherz. Also, warum gibt's das? Guck mal, das ist so Ratchet und Clank, dieser Hindernisparcours, ne? So. Und deswegen haben wir übrigens die Dinger da langsam gemacht. Spyro, du hast dich bis jetzt gut geschlagen. Nimm diesen Anhänger als Glücksbringer. Wenn du Fragen zum Schließen der Fabrik hast, frag mich. Diese Gleitflüge sind knifflig. Um sie zu schaffen, musst du schweben. Drück die Dreieck-Taste während des Gleitens, um zu schweben und an Höhe zu gewinnen. Okay. Vergiss nicht, die Dreieck-Taste zu drücken, wenn du in der Nähe der Windmühle bist. Sonst schaffst du es nicht. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Ich mach das jetzt ohne Dreieck. Hast du davon? Hab ich davon. Alter. Das ist mega peinlich einfach alles. Ich gehe schon mal hier rein gerade, warte. Dann kann ich nämlich den Level gleich schneller verlassen. Ja. Danke, Spyro. Du hast alle elektrischen Sperren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Daumenschraubern gerettet. Nimm ihn bitte als Belohnung. Ja, komm, gib her. Bing. Bim. Alles klar. Ach, ich kann jetzt hier hoch. Oh, schön. Ich dachte, ich muss den ganzen Scheißweg wieder machen. Ich mach's trotzdem ohne Dreieck. Ja. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Und zack. Und ja. Ohne Dreieck. So, müssen wir da hingehen. So. Das war gut. Ich habe nämlich alle Viechers erwischt. Ey, geh den Kopf zu, ey. Machen wir das schon mal. Jetzt kriegen wir hier noch die letzte Kugel und fertig. Spyro, Hilfe! Der Schalter zum Abschalten der Daumenschrauberfabrik ist in diesem Raum. Aber, es ist furchtbar laut dort. Du bist ein Held. Pass auf. Das ist eine hochkomplexe Maschine. Das ist richtig schwer, die auszuschalten. Irgendwas müssen wir doch machen können. Dass du die Fabrik geschlossen hast. Guck mal, was ich zwischen den Zahnrädern gefunden habe. Das darfst du haben, wenn du willst. Nur mal so, dürfte die Maschine dann nicht eigentlich gar nicht funktionieren? Eigentlich ja schon, ne? So. Schaffst du? Komm, ein bisschen Lust habe ich noch. Ich mache jetzt noch das Fluglevel und dann heben wir uns den Rest für das nächste Mal auf. Ne? Und zwar hier, der Ozeanring. Der hat eine geile Skybox. Da hinten regnet es, oh. So, Fluglevel. Wir haben einen Timer oben und wir müssen in der Zeit einfach durch 8x4 Sachen erledigen. Also durch Ringe fliegen, durch Böen fliegen, Sachen kaputt hauen. Und es gibt eigentlich immer eine Reihenfolge, in der man es machen muss. Jo, alles klar. Danke, dass du da warst, ne? Wir sehen uns. So. Ich muss auch noch meinen Laken wechseln wegen dem Hund.
Zack. Nice, super. Hier ist es natürlich am besten immer so gegen die Fahrtrichtung zu gehen, das geht alles schneller. Aber das ist einfach nur ganz einfache Physik. Und zack. Fortfahren. Dabei habe ich einen Opel. Ich habe gar keinen Ford. So, erstmal töten wir hier alle Fische. Warum? Weil wir es können. Du hältst dich jetzt wohl für ziemlich gut. Mal sehen, ob du so gut wie der derzeitige Champion bist. Na, mal gucken. Rennen starten. Also, Spyro, dies ist der Champion. Um das Rennen zu gewinnen, musst du durch alle Ringe fliegen. Aber Vorsicht, wenn Jäger zuerst durchfliegt, schrumpfen die Ringe. Ist ja ein Ding. Das ist eine richtige Kackmission. Der fliegt so komisch unberechenbar, ne? So besoffener. So. Voll ruhig, konzentriert gerade. Ah, es war schön, als es damals doch immer eine Herausforderung war, die Sachen auf 100% zu machen. Aber jetzt bin ich einfach zu gut und jetzt geht das toll und locker einfach von der Hand. Ich meine, Sparks ist ja noch nicht mal grün geworden in der ersten Welt. Aber ihr grün von Neid. Nein, natürlich nicht. Das reicht so auch mit der Arroganz, meine Güte. Jo. Boi. Boi. Drei, zwei, eins und deine da. Gut gemacht, Spyro. Das war ein super Flug. Super Flugcrash. Flash Crash. Neunzehn Kugeln. Fast ein Drittel. So. Gut. Dann würde ich sagen, bitte nicht. Was? Was passiert hier? Hilfe! Okay. Ja, gut. Ich bin halt in dem Level. Ist ja Autosave, ne, und so. Deswegen alles gut. Muss ich halt gucken, ob ich das nächste Mal nochmal zum Laufen kriege. Ansonsten brauche ich eine andere ROM. Aber das schauen wir uns dann an. Gut. Das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr das gleich auf YouTube guckt oder so. Also, bis denn. Ich mach's das wie Max, warte, pass mal auf. Also, ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und schnell aufgehen, bevor er was sagt. Tschüss.